Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute machen wir einmal den Great Vault auf. Das ist nämlich das erste Mal hier im Patch 9.2, wo es jetzt ja das höhere Item-Level gibt. Und ich hoffe, ich kriege ein bisschen was raus. Ich war so eher semi-fleißig, weil ich jetzt letzte Woche besser gesagt, eher so ein bisschen Achievement und Collectibles handeln war, beziehungsweise am Gold machen. Deswegen habe ich jetzt nicht ganz so viel Loot, den ich da rausziehen kann, aber ich hoffe trotzdem, dass wir Glück haben. Was habe ich letzte Woche gemacht? Ich wollte eigentlich, also mein Ziel war, 4 15er Keys zu machen. Das hat leider nicht ganz geklappt, weil ich irgendwie am Wochenende 2 16er gemacht. Und dann am Dienstag in der Nacht ist mir aufgefallen, scheiße, ich brauche noch 2 15er Keys. Dann habe ich meinen eigenen Key noch gelaufen, den dann einer blöderweise weggeplätet hat, weil er irgendwie 5 Mobgruppen gepullt hat, sind wir dann, glaube ich, um 2 Minuten nicht hingekommen. Und dann habe ich natürlich bloß einen 14er gehabt, den wollte ich dann nicht laufen. Dann dachte ich mir, na komm, scheiß drauf, schaue ich mal, dass ich nur random einen 15er laufe. Und das war dann, glaube ich, eine der schlechtesten Keys, die ich gesehen habe. Dann irgendwie so um 2:30 in der Nacht drin noch gewesen, hier Sanguine Depths, zweiter Boss. Die Leute haben alle Movement-Dinger gefressen, ne? Irgendwann ist der Server runtergefahren und ja, jetzt habe ich blöderweise nur 3 15er oder 15er Aufwärts-Keys gemacht und kriege wahrscheinlich nur einen Loot raus. Ist ein bisschen ätzend, jetzt hoffen wir aber trotzdem, dass das eine gute Geschichte ist und die Woche werde ich auf jeden Fall ein bisschen früher 15er Keys starten, um dann auch dementsprechend gescheiten Loot zu kriegen. Ich habe jetzt einmal umgestellt auf Tank und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein. Gib mir ein Tierteil, ein gutes Trinket oder, was ist denn das? Das ist weder ein Tier-Item, noch hat das Versa drauf. Das ist eigentlich bad, um ehrlich zu sein. Aber es ist halt 2,78, ne? Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig. Also, ehrlich gesagt, macht mich das jetzt nicht sonderlich froh. Schade, ich habe jetzt kein Dings gekriegt, ne? Kein Set-Zeug. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf dem auch drauf sein kann. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Oder ob man das nur drauf forgen muss. Aber es hat auf jeden Fall keinen Versa drauf. Und das ist halt das Blöde. Tempo-Mastery ist okayisch. Ich brauche halt eigentlich Versa auf dem Item. Gut, ich habe mir blöderweise die Brust gecraftet. Aber, ja, so teuer ist das auch nicht. Crafte ich mir halt einfach noch ein anderes Teil. Gut, nehmen wir das mal raus. Besser als nix. Und was kriegen wir jetzt? Wir kriegen den 15er Key, ne? Hab ja 1-2 gemacht, zumindest letzte Woche. Was haben wir da? Ah, aus Tazerwäschen T-Mock bringt es noch. Das ist ja zumindest gut, ne? Seuchensturz, 15er Key, wunderbar. Also, dann habe ich jetzt hier das 262er Item. Das können wir dann austauschen gegen das 278er. Da machen wir noch eine VZ drauf und dann werde ich mir halt an irgendeinem anderen Slot, weiß ich gar nicht wo, noch was craften, ne? Ich könnte mir, na, was wird sich lohnen? Aber gut, da habe ich jetzt auch schon relativ hohes, vielleicht einen Kopf oder sowas oder... Weiß ich nicht. Mal gucken, Gürtel oder irgendwie sowas, wo ich keinen Sockel habe. Vielleicht werde ich mir noch craften. Die Dings sind ja jetzt, glaube ich, deaktiviert. Diese Schlundsockel da. Außer ein Torgast, ne? Für vielleicht den Spießrutenlauf. Den bin ich jetzt bis jetzt auch noch nicht gelaufen. Da könnte ich mal gucken, dass ich mir vielleicht ein anderes Teil crafte. Aber das werde ich dann noch sehen. Gut, hat sich auf jeden Fall halbwegs rentiert. Zwar kein Versa drauf, aber es ist okayisch, ne? Upgrade ist es allemal. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausgezogen habt. Vielleicht habt ihr irgendein richtig krasses Item gekriegt. Und ja, dann sehen wir uns in der Woche wieder, wenn ich hoffentlich ein paar mehr Keys gelaufen bin. Euer Tilla, bis dann. Ciao.